Gib deinem Kunden die Sicherheit, die er verdient. Kennen Sie dieses Gefühl? Sie haben gerade etwas gekauft. Völlig egal, ob das eine neue Jeans ist, ein Laptop oder ein Kaffeevollautomat. Im Geschäft waren Sie noch Feuer und Flamme. Doch zu Hause meldet sich auf einmal die kleine Stimme im Hinterkopf. War das wirklich nötig? Hast du nicht zu viel bezahlt? Vielleicht wäre das andere Modell doch besser gewesen. Dafür gibt es sogar einen Fachbegriff. Kaufreue. Die gute Nachricht, Sie als Verkäufer haben es in der Hand, ob Ihr Kunde in diesem inneren Monolog geht oder ob er nach dem Kauf ruhig schlafen kann. Worauf es dabei ankommt, erfahren Sie in diesem Law for Sales. Leider gibt es immer noch viele Verkäufer, denen die guten Manieren scheinbar abhandengekommen sind. Kaum hat der Kunde sein Ja zum Auftrag gegeben, sind sie weg. Sie raffen schnell ihre Unterlagen zusammen und eilen aus dem Raum. Oder verabschieden sich im Videocall kurz und knapp und der Kunde sitzt plötzlich alleine vor dem Bildschirm. Natürlich ist das erklärte Ziel eines Termins, den Auftrag klarzumachen. Doch es geht nicht allein darum. Verkaufen ist eben ein Geben und Nehmen. Der Kunde schenkt dir sein Vertrauen. Also ist es an Ihnen als Verkäufer, ihm zu zeigen, dass er sich auch auf Sie verlassen kann. Einverstanden? Wenn du dich in dieser Situation sofort aus dem Staub machst, wird sich dein Kunde seinen Teil denken. Er wird sich fragen, ob an dem Angebot vielleicht etwas faul war. Und schon setzt das Bedauern ein, möglicherweise eine Vorstellerentscheidung getroffen zu haben. Die Folge? Schlimmstens Fall haben Sie wenige Tage später den Rücktritt vom Auftrag, vom Vertrag auf dem Tisch. Doch so weit muss es nicht kommen. Vorausgesetzt, Sie bestärken Ihren Kunden darin, dass er die für ihn richtige und beste Entscheidung getroffen hat. Dabei helfen Ihnen folgende Vorgehensweisen. Machen Sie Ihrem Kunden gegenüber deutlich, dass Sie ihn nach dem Kauf nicht alleine lassen. Betonen Sie, dass er sich jederzeit bei Ihnen melden kann. Ich gebe meinen Kunden grundsätzlich meine Mobilnummer. Die steht allerdings nicht von Haus auf meinen Visitenkarten, sondern ich schreibe sie selbst drauf oder ich nenne sie meinem Gegenüber, damit er sie direkt einspeichern kann. Eine kleine Geste mit einer Riesenwirkung. Werfen Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden nach dem Abschluss noch einmal einen Blick in die Zukunft. Malen Sie ihm aus, wie positiv sich sein Leben verändern wird. Wie sehr er von dem gerade getätigten Kauf profitieren wird. Etwa so. Herr Kunde, schon in wenigen Wochen werden Sie merken, dass das neue CM-System Ihren Mitarbeitern die tägliche Arbeit erleichtert. Keine ewige Sucherei mehr, stattdessen alle Daten auf einen Blick. Und Angebote werden Ihre Leute dann auch wesentlich schneller erstellen können und abschließen. Eine weitere Methode, um Verbindlichkeit und Sicherheit zu schaffen? Besprechen Sie zum Schluss nochmal die konkreten nächsten Schritte. Gehen Sie mit Ihrem Kunden durch, wann zum Beispiel die Auslieferung geplant ist, wann der Aufbau folgt, über welchen Zeitraum die Schulungstermine geplant sind und so weiter. Lassen Sie Ihren Kunden spüren, dass Sie an seiner Seite stehen und ihn begleiten. Und das war erst der Anfang. Professionelle Kundenbetreuung endet nicht mit dem Auftrag. Sie beginnt dann erst so richtig. Ich kann Ihnen daher nur dazu raten, für Ihre Neukunden da zu sein, um Ihnen nochmal richtige Sicherheit zu geben, mit dem richtigen Ansprechpartner zu arbeiten. Gerade in der Anfangszeit der Zusammenarbeit brauchen Sie die Garantie, den richtigen Partner zu haben. Denn ein Auftrag hat erst dann Bestand, wenn Ihr Kunde die Bestätigung hat, dass er sich auf Sie verlassen kann. Bleiben Sie daher eng an Ihrem Neukunden dran. Haben Sie persönlich ein Auge darauf, dass der Auftrag wie vereinbart ausgeführt wird. Falls etwas nicht zu 100% klar ist, greifen Sie zum Hörer und sprechen Sie mit Ihrem Kunden. Es ist essentiell, dass Sie sowas nicht auf den Kundenservice abwälzen und vor allem nicht erst darauf warten, dass der Kunde sich von selbst meldet. Sie kennen das Gesetz der Reziprozität, oder? Wie du mir, so ich dir. Ihr Kunde ist in Vorleistung gegangen mit seiner Unterschrift. Jetzt liegt es an Ihnen zu liefern und zu zeigen, dass sein Vertrauen berechtigt ist. Hier sind Ihr Einsatz und Ihre Kreativität gefragt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Umsetzen und Glück auf. Ihr Martin Limbeck.